Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder Smite. Und zwar geht es heute darum, wie bekommt man Free Games. Ich habe es irgendwo aufgeschnappt und habe dann erstmal auch geguckt, ob das überhaupt funktioniert, beziehungsweise den Link 10-mal gecheckt. Aber ihr seht es oben, smitegame.com, also es ist direkt von der offiziellen Seite, / Free Games, also Free-Games. Dann kommt ihr direkt auf diese Seite und das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Ich weiß gar nicht sicher, wie mein Accountname ist. Der war richtig. Genau, dann werdet ihr eingeloggt. Ist für PC only. Also, ja, scheiße, für, wenn ihr mit der PC oder Xbox zockt. Hier steht noch, die Gems werden das nächste Mal, wenn ihr euch ins Spiel einloggt, kommen die als Credited-Status. Und dann könnt ihr hier ganz einfach Sachen machen. Also ihr könnt zum Beispiel eine Umfrage mitmachen. Es wird wahrscheinlich immer einige Fragen kommen. Hier könnt ihr irgendwelche Gutscheine oder Werbeeinblendungen nutzen. Also ihr könnt euch hier zum Beispiel ein Video angucken. Gibt leider gerade kein Angebot. Ihr könnt irgendwas runterladen. Gibt es auch kein Angebot. Ihr bekommt irgendwas gratis und dann dafür, wenn ihr das quasi einlöst, kriegt ihr die Gems. Ihr braucht hier 7 Minuten, bis ihr das gut geschrieben bekommt. 32 Minuten, 8 Minuten. Ist jetzt gerade ein bisschen relativ wenige Auswahl und ihr müsst euch genau durchlesen, was und wie ihr es macht. Nicht, dass ihr euch irgendwo dann doch noch finanziell in einen irgendwo rein verschuldet. Jo, genau. Ich werde es jetzt vielleicht mal noch kurz durchmachen. Bin männlich. Februar. Oh, wo ist es? Wann bin ich geboren? Fortfahren. Baden-Württemberg, fortfahren. So, Frage 5 von 17. Das werde ich jetzt mal ein bisschen skippen und dann gucken wir gleich mal, was dabei rauskommt. So, ich habe jetzt quasi einfach mein Profil erstellt und zwar habe ich einige Fragen beantworten müssen. Welches Auto fahre ich? Fahre ich ein Auto? Habe ich ein Haustier? Kaufe ich selber ein? Wo wohne ich? Welchen Handyvertrag nutze ich? Also welchen Anbieter nutze ich? Und jetzt bekomme ich hier quasi Umfragen zu ausgewählt, auf mich zugeschnitten quasi. Da steht auch jeweils die Länge drunter und dann kriegt man eben die Anzahl an Gems dafür. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich denke, das war soweit ganz okay. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch das Video geholfen hat. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das schon gemacht habt oder ob ihr das schon aktiv nutzt. Ich werde auf jeden Fall da mal auf jeden Fall bei einigen mitmachen, weil die Belohnungen sind an sich nicht schlecht. Gems kann man immer gebrauchen und sind auch relativ teuer zu kaufen. Und in-game kriegt man es ja kaum noch irgendwie zugesteckt oder irgendwas. Deswegen werde ich da auf jeden Fall einige Umfragen mitmachen, auch wenn die etwas länger dauern. Aber kann man ja immer mal eine am Tag machen oder so. Dann sammeln sich da einige Gems dazu. Jo, haut einen Daumen hoch rein. Wird jetzt auf jeden Fall auch wieder öfter Smite zocken. Ich werde auch einige Ranks machen oder so. Würde mich interessieren, was ihr da gerne sehen möchtet. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, was ihr sehen möchtet. 1 gegen 1, 3 gegen 3, Conquest, Belagerung, was weiß ich, Arena, spezielle Götter oder was weiß ich was. Und dann sage ich, jo, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst euch die Gems schmecken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.